Ja, dann sind wir jetzt mal in Demmin Genau. bei Stefan Wollert. Voilà. Woller. Ihr seht also, wir beide kennen uns noch nicht so wirklich gut. Mir geht es auch gar nicht darum, wer mit wem gut kann, sondern einfach darum, dass wir ein breites Bild kriegen für die Situation in unserem Land. Bauernproteste, alles scheint hochzukochen. Jetzt geht es aber gar nicht nur um die Bauern. Das muss man ganz eindeutig mal so sagen. Sondern um unsere Unternehmer, die drangsaliert werden, die ja im Großen und Ganzen unter fürchterlicher Bürokratie leiden. Warum bist du am 8. Januar mit deiner Frau mit dabei? Ja, weil uns hier so einiges gegen Strich geht, hier in Demmin, weil es ist steuermäßig, ist es nicht mehr ertragbar für Firmen überhaupt noch am Ball zu bleiben. Ja. Diese Mehrfachbesteuerung für alle Sachen geht gar nicht mehr. Diese ganze Politik, die derzeit angesetzt wird, ist unter aller Würde. Egal, ob das Umweltpolitik ist, ob das Migrationspolitik ist, ob das irgendwelche anderen Sachen sind, es geht nicht mehr. Es Okay. reicht. Das Maß ist voll. Wie ist es denn? Du bist in der Kfz-Branche, du bist Richtig. ein Reparaturbetrieb, Kfz-Reparaturwerkstatt. Lohnt sich Arbeit noch? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wenn ich jetzt mal so eine Brücke schlagen kann zum 8.1., wenn ihr hier in Demmin, ich hoffe das natürlich sehr, mit auf die Straße geht, Autokorso mit begleitet, würdest du dich freuen, wenn da auch mal ein paar Gesichter dabei wären, die du noch nicht auf der Straße gesehen hast? Glaubst du daran? Ich glaube, mittlerweile ist der Punkt erreicht, wo viele, die sich bisher nicht getraut haben, mit auf der Straße sind. Ganz einfach aus dem Grund, weil es sind Rentner, die sich drangsaliert fühlen, ob das um diese ganzen Heizungssachen geht oder wie auch immer. Ja. Es sind die normalen Leute, die von morgens bis abends arbeiten müssen, die das merken am Geldbeutel, wenn die am Tag einkaufen sind. Irgendwo ist jetzt ein breites Klientel da dafür. Und der Okay. Zeitpunkt ist da, dass sich hier endlich mal was ändert. Ich persönlich habe die Hoffnung, dass das am 8.1. ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben hat mal gesagt, knallen muss es. Ganz offensichtlich ist das noch nicht so ganz bei allen angekommen. Wir haben uns gestern darüber unterhalten. In Lötz gibt es auch so ein paar Unternehmer, die wissen von gar nichts. Denen geht es offensichtlich immer noch zu gut oder die haben einfach nur Angst. Wenn wir am 8.1. gemeinsam auf der Straße sind, müssen wir doch ein klares Ziel vor Augen haben. Was ist unser Ziel? Ganz klar deutsch ausgesprochen. Ganz klar deutsch ausgesprochen, würde ich sagen, der Sturz dieser Regierung, die wir derzeit haben. Ich danke dir für die offenen, für die ehrlichen Worte. Ich füge immer hinterher, damit wir nicht drangsaliert werden mit demokratischen Mitteln. Genau. Denn wir sind ja auch in der Situation, dass wir die Leute fragen müssen, die wir stürzen wollen, ob wir eine Demo machen dürfen. Ja. Ja, Das ist und kleiner Einspruch dazu von mir. Zu meinen Zeiten, als ich Demos gemacht habe, ja. ich habe es ohne Anmeldung gemacht, weil eine Demo wird nicht angemeldet. Ja, okay. Das ist ein schöner Gedanke. Ich bin gespannt, ob die Polizei am Montag sich verfassungskonform, wenn überhaupt in irgendeiner Weise, verhalten wird. Sind wir denn für Eventualitäten gewappnet, wenn die Polizei am Montag vielleicht übergriffig wird? Puh, na, ich glaube nicht, dass das da jetzt zu irgendwelchen Ausschreitungen kommen sollte. Das ist der falsche Weg. Genau. Dann sind wir uns auch da sehr schön einig. Also für alle Hater im Netz, wir reden hier nicht von irgendeinem Keine Gewaltaufruf, Gewalt, definitiv. sondern wir reden davon, dieses System zu stürzen und einen Neubeginn für Deutschland zu starten. Richtig. Heute Hans-Georg Maaßen trennt sich von der CDU. Hab ich vorhin gerade gehört. Hast du auch Will gerade seine gehört? eigene Partei aufmachen, finde ich gar nicht so verkehrt. Er hat gute Einstellungen. Das finde ich auch. Ja, dann freut mich, wir werden das am Montag alles begleiten, am 8.1. Der Reinhard wird hier ganz viel in der Nähe sein. Ich bin in Vorpommern-Greifswald. Hat mich sehr gefreut, Stefan. Gerne. In Jederzeit wieder. Zukunft mehr davon. Denn ich persönlich glaube auch, und das ist vielleicht nochmal so eine Botschaft an alle, das ist ja eine Aktionswoche vom 8. bis zum 15. Also wir haben noch ganz viele Sachen vor. Und ich glaube, wir sehen uns wieder. Das ist in Ordnung. Ich freue Jederzeit. mich. Ich freue mich und am 8.1. auf der Straße in Vorpommern-Greifswald. Beste Grüße, TK aus HGW und Stefan Wolle aus Demmin. danke.